Einige Sachen über Gebet zu sagen. Jesus hat gesagt, mein Haus, ein Haus des Gebets sein. Ja? So, die Gemeinde ist Gottes Haus. Und es ist Haus, ein Haus des Gebets. Ja? So, das ist die wichtigste Sache. Wir sollen in der Gemeinde machen. Auch in unsere Häuser. In mein Haus, in dein Haus. Die wichtigste ist Gebet. Wenn wir Gott beten, dann wir haben eine Beziehung mit Gott. Und die Gegenwart Gottes ist mit uns. Und Gott schickt sein Wort in unser Leben. Weil in Gebet, wir beten zu Gott und unsere Worte nach Gott gehen. Unsere Herzen nach Gott gehen. Und dann, er gibt uns die Antwort. Aber die Antwort ist ein Wort. Und wenn das Wort Gott kommt in unser Leben, dann das Wunder kommt. Dann Segen kommt in unser Leben. Und das ist sehr wichtig für uns. Es ist einfach, aber wichtig. Weil das Bibel steht, Glaube ohne Werke ist tot. Das bedeutet, wenn wir glauben, wenn wir sprechen, aber wir haben keine Aktion über unsere Werke, dann unser Glaube ist tot. Und Glaube ist einfach, was Gott hat gesagt, in Praxis zu machen. Nur zu praktizieren. Was Gott hat gesagt, es ist einfach. Wenn etwas Gott hat gesagt in sein Wort und wir wirken über das, praktizieren, das ist Glaube und das ist einfach. Und das Bibel steht, bete ohne Unterlassen. Bete ohne Unterlassen. Das bedeutet nicht nur heute beten, morgen nichts, übermorgen ein bisschen, aber jeden Tag beten zu Gott. Und das ist sehr wichtig für Österreich, weil es gibt viele Philosophie, viele Theologie, aber nicht viel wirklich Glaube. Glaube in Aktion. Glaube in Werke. Und Glaube ohne Aktion existiert nicht. Existiert, ja? Existiert nicht. Glaube ohne Werke existiert nicht. Glaube ist nur in Werke, nur in Bewegung. Das ist sehr wichtig. Und Glaube, die meiste Sache von Glaube ist Gebet. Gebet ist nicht nur Worten, sondern Beziehung mit Gott. Und das Wort, Worten sind eine Mittel zwischen uns und Gott. Aber das ist nicht die wichtigste Sache. Unser Herz ist wichtig im Gebet. Und wir können beten ohne Worte auch. Unser Herz muss immer beten. In alle Situationen. In Song of Songs, ich weiß es nicht, wie heißt, Lieder. In Liedern, ja. Es steht, ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Ja. Ich schlafe, aber mein Herz. Und das muss sein im Gebet. Wir können schlafen, wir können mit Leuten sprechen, aber unser Herz muss in Beziehung mit Gott die ganze Zeit
bleiben. Jesus hat gesagt sehr, sehr gute Worte und ich werde auf Deutsch lesen. Das ist in Johannes Kapitel 15, Vers 4 und 5. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Bleibt in mir bedeutet nicht nur, komm in mein Gegenwart für einige Minuten und dann geh weg. Das bedeutet, komm in mein Gegenwart und bleib in mein Gegenwart die ganze Zeit. Ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber es ist etwas, wir sollen lernen, ja? Bleibt in mir, in mein Gegenwart und ich bleibe in euch. Mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, er bleibt in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so euch ihr nicht, auch ihr nicht, ja, euch können nicht eine Frucht geben, ja? Wenn ihr nicht in mir bleibt, so die Frucht, wir geben, wann wir bleiben in Gott und Gott in uns. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Es ist nicht unsere Arbeit, sondern seine Gnade. Seine Gnade in uns gibt Frucht. Aber wir müssen in ihm bleiben. Wir müssen in der Steckdose, ja, sein. Sondern es gibt keine Kraft. Und die Kraft Gottes gibt uns, die Gnade Gottes gibt uns die Frucht. Und dann, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt. Wir müssen nicht getrennt von Jesus sein. Wir müssen bleiben. Die ganze Zeit. Schlafen, bleiben in Gegenwart. Gehen auf die Straße, spazieren, bleiben. Mit den Leuten sprechen, bleiben in der Gegenwart. Unser Herz muss immer mit Gott sein. Unser Mind, Gedanken können nicht die ganze Zeit mit Gott sein, weil wir müssen arbeiten, wir haben Arbeit zu Hause, es gibt viele Sachen, aber das Herz immer mit Gott muss sein. Herz ist nicht abhängig, ja? Abhängig von Kopf. Das muss immer mit Gott bleiben. Das bedeutet bleiben in Gott. Immer. Das bedeutet ein Gebet inside, drinnen. Du kannst zum Beispiel jetzt, ich kann sprechen, aber drinnen kann ich auch haben ein Attitude, eine Meinung von Gebets drinnen. Oh Gott, hilf mir. Ich möchte mit dir bleiben. Ich möchte mit dir sein. Also eine Verbindung die ganze Zeit. Aber immer wann haben wir die Möglichkeit, es ist sehr wichtig, morgens in Gebet zu sein, wie Jesus hat draußen gegangen in die Berge und da allein mit Gott. Er hat gesagt, wir müssen die Tür schließen. Schließen der Welt auch.
schließen die Stimme von der Welt und drin nur mit ihm bleiben und mit ihm sprechen, mit ihm Verbindung zu haben. Und dann, er hat gesprochen, versprochen, er hat versprochen, ich werde dich geben. Ja. Wir teilen mit Gott in secret, in Geheimnis. Geheimnis. Und dann, er gibt uns öffentlich. Ja, öffentlich, ja? Ja. So, das ist sehr wichtig, diese Zeit mit Gott zu haben. In morgens und abends. Das ist die wichtigste Sache. Weil wir können die ganze Doktrin von Gott haben. Die perfekte Evangelium zu haben hier in unserem Kopf. Aber wann haben wir kein Leben oder keine Bewegung oder keine Aktion über die Evangelium? Es gibt keine Kraft. Und wir brauchen die Kraft Gottes. Und ich glaube, Tirol braucht und auch Österreich braucht Gott und seine Kraft. Und ich möchte auch Ihnen etwas zeigen. Es ist in Psalm 105, Vers 4. Und das ist mein erste Predigt auf Deutsch. Ich habe keine Choice. Ja. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Fragt oder sucht, ja, nach dem Herrn. Das ist, was wir brauchen. Nicht viele Doktrine. Wir brauchen den Herrn. Er ist eine Person. Und er ist auch das Wort Gottes. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Wo der Herrn ist, da ist seine Macht. Seine Kraft. Und suchet sein Angesicht alle Zeit. Sucht den Herrn sein Angesicht, Face, alle Zeit. Und Angesicht, das ist, weil wir können das Angesicht von Gott nicht sehen, aber das ist sein Gegenwart. Das ist, was wir brauchen. Und das ist ein Gebot, ne? Mhm. Command, ja. Ein Gebot von Gott. Mhm. Suchen den Herrn und sein Angesicht. Und auch haben wir in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und wie können wir Reich Gottes suchen? Wir müssen erst zum Erst der König suchen, ja? Weil wo der König ist, da ist der Reich. Ja. So, wir müssen der König suchen. Und trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das bedeutet, wir sind gerecht gemacht durch Glaube in seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus, ja. Und das ist eine Gabe.
Das ist eine Gnade. Das ist seine Gerechtigkeit. Und wir sind gerecht gemacht durch das Blut Jesus. Und wir müssen das suchen. Nicht unsere Gerechtigkeit, aber seine Gerechtigkeit. Und dann, wenn wir suchen sein Reich, seine Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Alle andere Sache, was wir brauchen in unserem Leben, wird kommen. Aber wann wir haben die erste gemacht, Gott zu suchen. Weil normalerweise die Leute suchen alle Sachen und dann wann haben wir Zeit, Gott? Aber er hat gesagt, zuerst mich, mein Königreich suchen sollen. Und dann, das ist ein Versprechen. Alle andere wird kommen. Wir brauchen Glaube für das. Und ich muss zurück nach Johannes gehen, Johannes Kapitel 15, weil ich habe Vers 7 nicht gelesen. Ja. Johannes 15, Vers 7. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist sehr interessant. Wie können wir in ihm bleiben? Ich glaube, das ist Gebet. Wir bleiben in Gott im Gebet. Und wie sein Wort in uns bleiben? Durch das Wort Gottes. Dann Gebet und das Wort gehen zusammen. Und die Kraft kommt in unser Leben. Die wichtigste, das Wort Gottes und Gebet. Wenn wir das machen, dann die Gnade Gottes, der Geist, der Heilige Geist wird mächtiger wirken in unser Leben, unser Dienst. Und wir werden die Wunder Gottes und die Segen Gottes sehen. In unserem Leben und Dienst und Geschäft und alles. So hier, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, nicht nur wir müssen im Gebet in Gott bleiben, sondern seine Worte muss vollkommene in uns bleiben. Weil unser Sieg ist in das Wort Gottes. Wir haben alles in das Wort Gottes. Wir haben den Sieg in das Wort Gottes. Wir haben die Evangelium in das Wort Gottes. Wir verstehen die Kraft des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes. Wir verstehen die Autorität in dem Namen Jesus durch das Wort Gottes. Wir verstehen alles durch das Wort Gottes und Gott gibt es Revelation. Offenbarung über das Wort Gottes und durch diese Offenbarung die Kraft Gottes ist released, ist freigesetzt. Das ist sehr wichtig. So müssen wir in das Wort bleiben. Das Wort Gottes muss reich in uns bleiben. Nicht die Probleme. Das ist sehr schwer. Zum Beispiel zu Hause. Die Probleme kommen in den Kopf. Und du denkst, das ist Problem, das ist Problem, das ist Problem. Und dann, was machen wir? Wir probieren, unsere Probleme zu managen.
zu, wie heißt das? Ja, das ist selbst machen, ja. Aber was müssen wir machen? Das Wort Gott hat gesagt, alle deine Sorge zu ihm geben. Das bedeutet, ich habe Probleme, Gott, ich komme zu dir im Gebet und ich gebe dich dieses Problem. Gib mir Gnade, mit diesem Problem zu gehen. Ja. Und dann die nächste Problem, alle Probleme zu Gott geben. Wie Kinder. Die Kinder was machen? Mama, Mama, Mama. Es gibt ja Schmerzen hier. Ich habe Probleme, alle Probleme zu Mama geben. Und Vertrauen in Mama. Und wie mehr können wir unseren Vater vertrauen mit unseren Problemen? Und dann, weil ich habe gedacht, ai. Erst zuerst die Probleme, manage mit Problemen, selber lösen und dann beten. Aber das ist nicht richtig. Nein, geh mit deinen Problemen, gib deine Probleme zu Gott und er wird helfen. Und in derselben Zeit, du wirst Verbindung, Beziehung mit Gott machen und er will unsere Sorgen nehmen. Die Bibel hat das gesagt in Jesaja 53. Die deutsche Sprache ist die beste in Jesaja 53, Vers 3, 4 und 5. Ich habe niemals das gesehen. Das ist super auf Deutsch. Spezial Vers 3. Jesaja 53, Vers 3. Es steht, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Das ist sehr wichtig, verlassen. Wann die Leute verlassen sind und haben Rejection, Ablehnung. Aber Jesus war verlassen und hat Ablehnung für uns, weil wir von Gott empfangen. Ja. Und dann es steht, ein Mann der Schmerzen. So, er hat unsere Schmerzen getragen oder gebracht. Getragen. Unsere Schmerzen. Das bedeutet emotionale Schmerzen. Das bedeutet physische Schmerzen. Alle Schmerzen über ihm. Und dann, und mit Krankheit vertraut. Das ist super in deutscher Sprache. Das steht nicht in Englisch, nicht in Bulgarisch, nicht in Russisch, nicht in Spanisch. Ich habe das nicht gesehen. So gut gesagt. Ich wusste nicht Vers 3. Es gibt Schmerzen und Krankheiten. Das ist Vers 3. Es steht Schmerzen und Krankheit. Und das ist nicht Grief. Grief, das ist anderes wie Sorgen. Ja. Aber, und dann Vers 4. Doch wahrlich unsere Krankheit trug er. Wieder Krankheit. Und unsere Schmerzen. Immer wieder. Ja. Und dann Vers 5. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. So gut. Preisen Herrn. Und das alle hat er gemacht auf dem Kreuz, ja, für uns. Und wir haben das und wir müssen das glauben. Und dann, wann er hat die Schmerzen genommen, er hat Innerschmerzen, inner oder emotionale Schmerzen und physische Schmerzen und Krankheiten und Schwachheit und
oder alles, was wir haben. Er hat über die Kreuz genommen. So, im Gebet können wir das wiedergeben. Vater, ich glaube dein Wort. Ich glaube, du hast uns promised. Verheißen. Du hast das gemacht. Und ich glaube dein Wort. Und bitte, Vater, heil mich, befreie mich oder hilf mich. Und das ist Glaube. Und dann, nach dem Gebet, du kannst gehen und alles machen, aber mit der Gnade Gottes. Weil John Wesley hat etwas gesagt, sehr gut. Er hat gesagt, wann ich bete, wie alles abhängig von Gott ist. Ja? Das? Wie heißt abhängig. Abhängig von Gott ist. Aber wann ich stehe und gehe nach dem, ich arbeite, wie alles abhängig von mir ist. So, im Gebet, du vertraust Gott und bekommst die Gnade. Und dann, du glaubst, du kannst die Gnade bekommen. Und gehst und arbeitest mit Glaube, dass Gott mit mir ist und er hilft mir. Und das ist sehr wichtig. So was ist wichtig? Ich bete Gott. Gott, ich möchte ein Mann von Gebet sein. Ein Mann von das Wort Gottes sein. Ein Mann von Glaube zu sein. Und ein Mann von des Heiligen Geist zu sein. So, Gebet, Glaube, das Wort und der Heilige Geist, alles zusammen. Wir brauchen in Glaube zu gehen und in Gebet die ganze Zeit. Und der Teufel wird keine Kraft über uns haben, wann wir in Gott bleiben und wann das Wort Gottes in uns bleiben. Und ich möchte einmal mehr in Johannes Kapitel 15 gehen, zurück. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt, Johannes 15, 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Das bedeutet, wann wir in Gott bleiben und wann das Wort Gottes in uns bleibt, dann es gibt Antwort für unser Gebet. Dann unser Gebet hat Kraft. Das ist, weil wir haben Beziehung mit Gott. Es ist wichtig, nicht nur Worte zu sprechen. Es ist eine Sache, Worte zu sprechen. Es ist andere Sache, Gebet zu machen. Es gibt Unterschied. Es gibt Leute, die lesen Gebet und glauben, machen etwas. Ja? Aber das ist eine Sache. Oder mein Gebet, in meiner Meinung, jede Zeit dasselbe Gebet. Aber wann das ist ein lebendiges Gebet, dann dein Herz spricht zu Gott. Und das ist die Wichtigste. John Bunyan hat gesagt, in Gebet das Wichtigste ist der Herz mehr als das Wort. Worten, ja. So, das ist wichtig, Beziehung mit Gott zu haben. Dann, das Gebet hat Kraft. Dasselbe mit das Wort Gottes. Wann wir das Wort Gottes sprechen mit Glaube, das Wort Gottes, wann das Wort Gottes kommt
wie eine Offenbarung, dann das Wort Gottes hat Kraft in unserem Mund, in unserer Zunge. Und dann, wenn wir sprechen das Wort Gottes, etwas passiert wird. Nicht nur Worte, sondern Kraft. Es wird gehen zusammen, zusammengehen. Das Wort und Kraft. Gebet und Kraft. Ich glaube, das brauchen wir hier. Weil die Leute haben so viele Probleme. So viele Probleme. Aber glaube ich, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind und wenn das Wort Gottes ist in uns, dann der Teufel hat keinen Raum in unserem Leben und wir werden der Sieg haben in unserem Leben. Brauchen nicht so viel zu Teufel zu sprechen oder Fear, Angst zu haben, sondern brauchen wir Gott mit uns, Emmanuel, Gott mit uns. Wenn Jesus ist in der Nähe, dann Teufel ist weit. Wenn Jesus ist weit, der Teufel ist nahe. So haben wir this choice. Ja, wir muss choose, wie heißt? Ja. Eine Chance. Ja. Wir müssen unterscheiden. Was möchten wir? Wenn Jesus ist in der Nähe, dann der Teufel wird weit sein. Und das ist die Wichtigste. Die Leute möchten Befreiung zu haben, aber Befreiung, Jesus hat gesagt in Johannes 8, 36, wenn der Sohn Gottes befreit euch, dann seid ihr frei indeed. Wirklich. Dann seid ihr frei. Wenn ja. Gott frei macht, seid ihr frei. So, wir brauchen ihm, uns frei zu sein, zu machen. Und dann werden wir wirklich frei sein. Und das Tür ist öffnet. Für jeden für uns. Wir können in der Gegenwart Gottes drin gehen, weil durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus können wir in der Gegenwart Gottes gehen und Beziehung mit Gott haben und mit ihm im Leben gehen, spazieren, zusammen. Und das ist was, glaube ich, habe in meinem Geist zu mitteilen mit euch. Und danke schön für die Geduld. Sie haben Geduld mit meinem Deutsch. Preisen hier. Okay. Thank you, Jesus. Halleluja, praise the Lord.